Ach, guck mal, das ist doch schön. In Sua haben wir. Wir haben in Sua. Und in Sua geht oh, für 9000 Münzen. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Going for God bzw. zum nächsten allgemeinen Ultimate Team Video. Wir sind heute am Start, es gibt nicht die Weekend League Belohnung. Ihr seht an der Uhrzeit, ich hoffe es zumindest, je nachdem. Ich weiß noch gar nicht, wann dieses Video kommt, fällt mir gerade mal auf. Also nein, ihr seht es nicht an der Uhrzeit, es geht heute nicht um die Rewards, nein, es geht um was anderes. Es geht heute um die nächsten Squad Building Challenges, denn ihr habt die ausnahmsweise mal was bei der Squad Building Challenge gedacht. Sie ist nicht langweilig, sondern sogar ziemlich, ziemlich gut und dementsprechend werden wir die heute im Video abschließen und natürlich auch ein paar Packs öffnen, ne? Die als Belohnung halt eben bekommen. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde ich mich über freuen. Link in der Videobeschreibung zu IG Vault. 6% Rabatt auf eure Coins, Viva Points, PSN und Microsoft Guter mit dem Code Max Gaming TV dazu. Selbstverständlich. Alles, was ihr braucht für weiteres Verfolgen von mir. Also Instagram und Twitter könnt ihr auch gerne kostenlos folgen. Ich würde mich freuen. Und ja, wir gehen mal ganz kurz auf die Squad Building Challenges und schauen uns die erstmal an. Also es gibt einmal natürlich wieder eine spielerbezogene und das ist relativ einfach. Pierre-Emerick Aubameyang, ein Team quasi eintauschen aus 5 Nationalitäten genau und genau 3 Ligen. Das ist in Ordnung. Ja, das ist jetzt nichts irgendwie Dramatisches. Ihr seht hier Buchtmann mit Kempe, dann Weigel. Gott, wie heißt der nochmal? Gago ist das? Das ist echt Gago, na gut. Casco, De Blasis, Elvedi, Marot, Pekarik und Weidenfehler. Und damit kriegen wir ein seltenes Goldset, also ein 25k-Set, was sehr schön ist. Dazu dann das Nord-London-Team und das ist halt im Endeffekt 5 Ligen, genau 3 Nationalitäten. Also andersrum das Ganze diesmal. Und da haben wir hier Whittingham, dann haben wir ein bisschen was aus der zweiten Liga, beziehungsweise ein Spiel aus der zweiten Liga, das ist Davies. Dann haben wir rechts Loughton, dann haben wir hier Shelby zusammen mit Noble und Lanzini, Kranewitter. Und dann hier ein bisschen Russen-Connection mit Gabulov im Tor. Kriegen wir ein Jumbo-Goldset für, also nicht ganz so krass wie die Belohnung für das Dortmund, für die Dortmund-Challenge. Aber insgesamt bekommen wir für die abgeschlossen. Also Challenge nochmal Premium Goldspieler Set, also ein 25k-Set. Ist ganz schön. Das eigentlich interessante ist aber der Kulturaustausch. Wie gesagt, er hat sich was dabei gedacht und das ist ja alles andere als häufig. Es gibt sogar ein 50k-Set als Belohnung mit 5000 Münzen und für die einzelnen Challenges sieht es auch nicht schlecht aus. 1000 Münzen und ein Jumbo Premium Goldset für Franzosen in Spanien. Gucken wir uns gleich genauer an. Dazu Premium Goldspieler Set, das ist wieder ein 25k-Set für Deutsche in England. Zu Gast in Frankreich gibt es ein Prime Goldspieler Set, also 45k-Set und ein Megaset für Spanier in Deutschland. Die ganzen Challenges haben auch einen kleinen Plot-Twist, denn man muss eine gewisse Anzahl bzw. ein gewisses Team-Rating haben und das ist 79. Ich kann euch kurz demonstrieren, die Franzosen, die sind nicht so teuer in der spanischen Liga. Natürlich geht ein Ben Yedder und ein Lenglet und so weiter und so fort für ein bisschen mehr als normalerweise, aber nicht so extrem. Ganz extrem ist es bei der Spanier in Deutschland Challenge und das werde ich euch einfach mal ganz kurz demonstrieren, denn ich habe alle 5 Spieler hier auf dem Transfermarkt gehabt. Einmal Bartra verkauft für 8400 Münzen, das war sogar noch günstig, da wusste ich noch nicht, dass er so viel wert ist. 9300 für Koke, 9300 für Mascarell, 9600 für Jairo und 9400 für Bernat. Also das ist schon wirklich eine Menge Coins, die man damit machen kann, wenn man Spanier aus der Bundesliga im Verein hatte, so wie ich es hatte. Ich musste mir jetzt auch nichts kaufen für diese Challenges, abgesehen von ein paar kleinen Kleinigkeiten, aber da gehen wir gleich drauf ein. Beispielsweise in dem Team habe ich, glaube ich, gar nichts gekauft. Nö, doch, Mangala. Mangala habe ich mir gekauft für 900 Münzen, die Version von Everton, weil ich hatte zwar Mangala, aber das ist meine Variante, mit der ich schon viele Spiele gemacht habe und die wollte ich nicht eintauschen. Hier haben wir Butland, Zuma zusammen mit Mangala, also sehr viel Premier League, hier noch mit Cedric und mit Chudley. Man darf genau 2 Ligen haben, dazu 6 Spieler muss man mindestens aus der Liga Santander haben, ne, genau 6. Nee, was? Maximal Spieler aus der gleichen Liga 6, genau. Also man muss einmal quasi 5 haben und einmal 6, um das Ganze zu vervollständigen. Oder halt einmal 4 und 6. Ja, 4 und 7. Ach, nee, das sind 4. Vergesst es. Einmal muss man 6 haben und einmal 5, weil es sind ja 2 Ligen. So, egal. Zu Rutuza, was Lucas Perez, dann nochmal Vasquez, Cheryshev und Carroll, den ich ja letztens sogar gezogen habe, passenderweise. Also sehr, sehr schön. Hier beispielsweise der Carroll, ich weiß nicht, ob der für überhaupt was geht, aber grundsätzlich waren diese Spieler ganz am Anfang ein bisschen teurer. Dann haben die Leute festgestellt, es gibt genug Franzosen in der Liga und dementsprechend sind sie nicht mehr so teuer. Können wir auf jeden Fall abschließen. Jumbo Premium Goldset dafür und 1000 Münzen. Nichts für ausgeben, das schmeckt. Deutsch in England ist, ja, auch nicht so schwierig. Man braucht nur einen, ja, Loris Karius, auch die gehen nicht für so viel, weil es gibt halt relativ viele mit Emre Can, mit Chris Löwe, mit, ich glaube, Kachunga, mit dazu noch Mustafi mit Mertesacker, also das geht. Dazu darf man aber mindestens 3 Nationalitäten und mindestens 4 Spieler mit derselben Nationalität, das ist sehr interessant, und maximal 3 Spieler aus der gleichen Liga mit 100 Teamchemie am Ende. Das Ganze habe ich hier ein bisschen tricky hinbekommen. Ich habe einfach einmal einen spanischen Rechtsverteidiger, einen spanischen
spanischen Linksverteidiger noch mit Yuri Berchiche und dann halt eben ein bisschen Spanien rumgelinkt und dazu Jenkinson aus der zweiten Liga und weil ich halt eben glücklicherweise die als Erstbesitzer hatte, kommen die auf 7 Chemie und dementsprechend haben wir das Ganze abgeschlossen. Dazu natürlich der Perfect Link in der Innenverteidigung zwischen Jagielka und Keane, damit der auch auf volle Chemie kommt. Vorne die Schalke-Connection mit Burgi, Schöpf und Konoplyanka und dafür bekommen wir ein Premium-Goldspieler-Set. Schmerzt ein bisschen Konoplyanka abzugeben. Ich habe allerdings dieses Jahr noch gar nicht gespielt. Zumindest nicht großartig. Ach, guck mal, die Set. Ich bin auch geil, ne? Ich mache das Video, bin komplett fertig mit allem, dachte ich, aber die spanische Entscheidung abgeschlossen. Auch gut. Zu Gast in Frankreich ist auch nicht so schwierig. Wir brauchen, vier Spieler mindestens aus der Ligue 1, aber auch maximal vier Spieler aus der gleichen Liga. Genau 0 Franzosen aus der Ligue 1 sehen wir hier mit Onyama, Gillo Boggi, der ehemalige. Wo hat denn der gespielt? Bremen. Dazu. War es Bremen? Ich glaube ja, ne? Dann Raphael und Marcelo, der ehemalige 96er. Dann haben wir hier mit Zyuba und mit Jagoev zwei Russen. Lestien auf der linken Seite, Denisov. Und dann hier dank Bruno und Baka, die beiden Non-Rare High-Rated-Spieler mit Pedro Leon, kommen wir auf die 95 Chemie mindestens, die es braucht. Und wenn wir Trigueros holen müssen, ich habe glaube ich Trigueros sogar gekauft, oder? Tatsächlich. Da muss ich Bruno nämlich einsetzen. Geht auch so, ne? Bruno, Trigueros kostet auch 2000 Münzen, aber ist in Ordnung. Kann man so machen und dafür gibt es ein Prime-Gold-Spieler-Set. Ich würde sagen, ich lasse euch mal ganz kurz alleine und mache mal kurz nochmal die Spanien-Deutschland-Challenge und dann sehen wir uns jetzt wieder. Jetzt habe ich doch nochmal einiges an Coins ausgegeben, um das Ganze so fertigzustellen. Das ist ein bisschen tricky, ehrlich gesagt, mit zwei Spielern aus Spanien aus der Bundesliga. Zumindest so auf die Art und Weise, wie ich es gemacht habe, mit Meret und Camacho. 4 Nationalitäten, 80er-Rating, 3 Spieler maximal aus der gleichen Liga und halt genau 4 und 4. Also das ist, Sergio Rico, Fernandez von Real, Meret, Vangioni, die gleiche Liga wie Gignac. Das war ein bisschen tricky. Dazu dann Camacho und ein Tab. Da vorne drin haben wir Gourcuff, Valer Germa oder Germa, dann Thauvin und meine Untradable-Variante von Rosales, den ich niemals benutzen würde und der ein 80er Rating hat. Das passt also. Megaset gibt es da, 35k Set. Also insgesamt haben wir dafür ein 50k Set plus 5000 Münzen, das heißt 6000 Münzen, dann 50k Set 75 mit dem 25k Set, Megaset 35, das sind 110.000, 45, 150.000, also wirklich viel bekommen für nicht viel Coins im Endeffekt. Aber mal sehen, was es im Endeffekt hier werden wird. Jumbo Gold machen wir als erstes auf. Ich bin gespannt, also einen Schlitz möchte ich haben. Ich bin nicht anspruchsvoll, einen Schlitz würde ich ganz gerne haben und eine Watch-Watch-Karte wäre natürlich extrem geil, aber ich würde mich über einen Spanier aus der Bundesliga freuen. Das ist alles, was ich will eigentlich, so beispielsweise ein Bartra oder so, das wäre schon ziemlich nice. Wir diskarten das erste Pack, was halt eben das schlechteste war, was sich nicht wirklich gelohnt hat, aber wir haben noch einiges Schönes vor uns. Wir machen das genau in der Reihenfolge auf, wie es halt eben ist. Ich bin wirklich gespannt, das wird anscheinend. Oh, das wird direkt der Schlitz, da haben wir ihn doch, das ist doch wunderbar. Im 15k-Set, damit kann ich definitiv leben. Brasilien, Rechtsverteidiger Dani Alves, das ist schön, 84 bewertet, damit kann ich definitiv leben. Zumal der theoretisch für die Challenge gar nicht so unbrauchbar ist momentan. Suarez haben wir noch dazu. Dani Alves habe ich auch im Verein, wie ich gerade sehe. Candreva, Abubakar und Vermaelen. Dani Alves geht für geschmeidige 5000 Münzen. Das ist doch in Ordnung. Stellen wir mal drauf, 5000 um den Dreh. Ich will immer, dass sie sich schnell verkaufen. Ihr fragt euch eventuell, Max, warum so günstig. Hochbewertete Spieler gehen anscheinend gerade für ein bisschen was. Warum immer so günstig? Ganz einfach, ich will, dass sie sich verkaufen. Ja, ich will nicht, dass ich jetzt irgendwie jahrelang darauf warten muss, bis die tatsächlich mal weggehen, sondern ich will ganz gerne, dass die halt so schnell wie möglich sich eben verkrümeln. Mal sehen, ob Vermaelen noch für was geht. Theoretisch, weil Barca. Aber ich glaube, naja, immerhin für mehr als Discard. Das nimmt man doch dann gerne mit. Schauen wir 1000 Münzen rein, mal sehen, ob er sich verkauft. Abubakar stoßen wir ab. Und da hat sich gleich schon eine ganze Menge verkauft. Wir machen das seltene Goldset auf. Jetzt hätte ich gerne noch einen Schlitz. Jetzt bin ich gierig geworden. Mal sehen, ob es das wird. Ja, direkt. Direkt. Das ist wunderbar. Das ist bei diesen Sets ein bisschen nervig, weil es keinen Nebel gibt. Das macht mir immer Angst. Aber gut, Deutschland, Innenverteidiger. Ja, Süle. Schade. Ich würde mich jedes Mal aufs Neue so freuen, wenn da Boateng oder Hummels kommen würden. Ich würde sogar Hummels nehmen. Es müsste nicht mal Boateng sein. Aber das Glück hatte ich leider bisher noch nicht. So, Süle. Mal sehen, für wie viel geht er. Momentan ist er immerhin 83 bewerteter Spieler. Aber für nicht viel mehr als normalerweise. Ich stelle mal für 2 rauf. Mal sehen, was ich verkauft. Iñaki Williams habe ich vorhin gesehen. Geht sogar für ein bisschen was. Momentan, ja. Zumindest ein bisschen mehr als normalerweise. Stellen wir mal für 1700 drauf. Eti hatte, diskarden wir. Und hat sich offensichtlich schon wieder verkauft. Megaset. So, 35k. Jetzt kommen wir langsam zu den dicken Fischen, wo es enttäuschend wäre, keinen Schlitz zu bekommen. Und direkt passiert es. Ich bin einfach so ein Lacker. Ich hätte es nicht sagen dürfen. Klopfen wir mal auf Holz dreimal, dass es nächstes Mal wieder besser wird. Mal sehen, Bartra vielleicht? Nein, leider Gottes nicht, aber Roque Mesa, der könnte auch ein bisschen was wert sein, weil er halt eben hochbewerteter Spanier ist. Ja, nehme ich auch mal mit für Squad Building Challenges. Costa haben wir hier noch, Großkreuz, Brennett, Pharrell. Leider den falschen Pharrell, nicht Pharrell Williams. Dann haben wir Torres. Geht Torres für was momentan? Ist ja auch ein bisschen höher bewertet. Ich denke aber eher nicht. Ja, wobei, kann ich mal draufpacken. Ich habe sowieso eine Transferliste, falls ich
ja, den brauchen sollte fürs Gott bei den Challenges. Guardado kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass der für was geht momentan. Nö, sieht nicht so aus bei der Transferliste. Cassie und das Allianz Stadium oder Allianz Arena verscherbeln wir direkt. Seltene Spielerset, das viertletzte. Mal sehen, wird es wieder ein Schlitzen? Nein, oh, das ist ärgerlich. Das gibt man natürlich auch direkt, weil das lohnt sich nicht, das Ganze dann anzugucken. Ach, ich habe ein bisschen übertrieben anscheinend mit meinen Forderungen. Wir kriegen Ricardo Rodriguez, wir kriegen Son, das ist nicht schlecht. Ruiz geht momentan auch für ein bisschen was, das ist auch ganz schön zu sehen. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Son geht wahrscheinlich sogar immer noch für ein bisschen was, ne? Ja, 2.000, 3.000 Münzen, das ist okay. Ist besser als nichts, sowas nimmt man gerne. Concili packe ich auf Transferliste, genauso wie Bender und Hector. Mariano, Ansaldi. So, die drei nehmen wir mit. Und die zwei discarden wir. Gut, dann haben wir noch drei Sets übrig. Unter anderem ein... War das mein 50k-Set, was ich gerade geöffnet habe? Oh, das habe ich wohl irgendwie verpeilt. Naja, egal. Kommen wir zum 25k-Set. Mal sehen, ob das wieder ein bisschen besser wird. Nein, auch das ist flach. Naja, wir hatten unsere zwei Schlitze, ne? So gesehen kann ich mich nicht beschweren. Ich habe das bekommen, was ich wollte. Depreville haben wir hier drin. Wir haben Valenciaga, wir haben Martinez. Wir haben leider keinen Spanier aus der Bundesliga. Too bad. Karstorp, den ich ja sehr gerne mag. Geht auch für ein bisschen was tatsächlich. Warum auch immer, aber möchte ich mich nicht beschweren. Wenn er geht, dann soll er gehen. Gute Logik. Rossiter haben wir hier. Vielleicht geht der für ein bisschen was, wenn man Engländer aus der... Ne, braucht man ja nicht mehr zwingend. Premier League, nicht mehr Engländer. Ups. So. Premium Goldspieler Nummer 2. Und dann noch Prime Gold... Prime Goldspieler Set. Ah, wieder dünn. Jungs! Macht mich nicht kirre. Naja, ich habe schon ganz gut was rumbekommen, aber... Ich beschwere mich ja sowieso nie, aber nichtsdestotrotz. Der war bis vor kurzem noch in Form und geht anscheinend für ein bisschen was. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, aber... 5.000, 6.000, 5.000, na, stellen wir einfach mal drauf für 4.000. Vielleicht verkauft er sich ja 4.500, 1.700 Gebote. Sollte ja weggehen, wenn gerade die Gebote gesehen. Aber ach, guck mal, das ist doch schön. Insua haben wir. Wir haben Insua. Und Insua geht für 9.000 Münzen. Ich glaube, der wertvollste Spieler, den wir jetzt gezogen haben hier, was ganz einfach daran liegt, dass er ein Spanier aus der Bundesliga ist. Ach, dann macht das Ende des Packs mich doch noch glücklich. Papadopoulos individuell, Discard, Alan und Mignoli auf die Transferliste. Ach, ist das schön. So, letztes Set, Prime Gold Fester. Komm, gib mir nochmal einen Schlitz. Gib mir nochmal einen Schlitz. Gib mir nochmal ein Board. Bitte, bitte, bitte. Jawoll! Ist das ein Inform? War das hell genug? Ich glaube, das ist kein Inform. Nee, ist kein Inform. Ronaldo vielleicht? England? Stürmer? Harry Kane? Harry Kane! Ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Damit kann ich doch leben. 86er. Warum bist du nicht während des Team of the Years reingekommen? Aber nichtsdestotrotz, sehr, sehr gut. Mit einem 86er kann ich doch sehr gut leben. Vielleicht sogar noch ein One-to-Watch dahinter. Theoretisch wäre das möglich. Glaube ich aber nicht dran. Nee. Sarko haben wir da noch drin. Sosa, Fernandes, Gardel. Ja, kann man aber doch mit leben, oder nicht? Ich weiß nicht, wie viel Harry Kane geht, aber eine 86er Karte ist noch bis 70k die Price Range und geht für, ja, 25k sollte ich für den bekommen. Das ist doch sehr schön. Damit kann ich doch sehr gut leben. Und das war doch, denke ich mal, ein gutes Ende für dieses Video mit diesem Prime Gold Spieler Set. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Ich würde mich drüber freuen. Und wir, würde ich sagen, sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.